Hallo und willkommen zum nächsten Video in Pokémon Go. Heute mal wieder ein PvP-Video und wir wollen das Genesect mit der neuen Attacke mit dem Blitzmodul testen und dann sehen wir uns gleich beim ersten Gegner wieder. So, der Gegner ist gefunden. Ansonsten, wenn es euch gefällt, gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, habt ihr es ausprobiert oder nicht, um zu sehen oder mir zu sagen, wie ihr es findet, ob ihr es spielbar findet. Okay, das ist natürlich direkt im ersten Kampf. Läuft es schlecht. Ich habe mir normalerweise als anderes Pokémon, aber weil das ja auch eine Elektro-Attacke kann, Raikou, Relaxo und Metagross in meinem Team. Und jetzt spielen wir natürlich, ja, Genesect, Relaxo und Metagross. Genau. Ist ja klar, dass er schildert. Weil ich auch geschildert habe, also von daher werde ich mal nicht schilden. Ich weiß nur nicht, wie wir da anstinken sollten. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es nach dem Kampfgift, nach dem, ja, das Problem ist, er kann eine Kampfattacke, ja, okay. Ich sollte eigentlich auf Erdbeben gehen. Dass wir nach dem Livestream, sag ich, wollte schon sagen, nach dem letzten Video mit Velsa, C-Day, ja, dass wir da, wow, okay, dass wir da erfolgreich sind. Ich muss mein letztes Schild nutzen und wieder ein 5-0 hinkriegen, glaube ich nicht, bezweifle ich, genau. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Wie gesagt, ansonsten, wenn es euch gefällt, wie gesagt, Like da lassen, kommentieren, okay, er wechselt auf ein Chadrago. Okay, der Gegner ist, spielt komisch. Ja, Genesect hat natürlich im ersten Kampf natürlich direkt die Arschkarte gezogen, sagen wir es mal so gut auf Deutsch, und hat einen Gegner erwischt, für den, der nicht gewappnet ist. Bin ich schneller mit Body Slam? Nein, okay. Naja. Ansonsten, die Kämpfe immer, wenn wir PvP-Videos gemacht haben, war nicht so prickelnd. So, jetzt erstmal einmal aufladen. Erdbeben wäre halt gut, wenn jetzt das Toxin. Aber der hat bestimmt schon wieder Ready. Warte, was hat er jetzt? Roserad, okay. Ich habe verloren. Ja. Meteorologe vom Typ Feuer. Bye bye, Metangross. Sehr wahrscheinlich. Ja. Weil das wird ja. Oh, er hält zwar aus, aber ich hatte schon gedrückt. Das Problem ist halt, der hat seine Matschbombe. Und nur zwei sehr effektive Attacken. Halt ich halt nicht aus. Das ist das Problem. Ich hätte es vielleicht anders spielen sollen, aber naja, erster Kampf verloren. Dann suchen wir direkt mal den nächsten Gegner. Und hoffen mal, dass wir ein besseres Setup gleich bekommen. Nächster Kampf. So, nächster Gegner ist auch gefunden. Ansonsten dürft ihr auch gerne mal euer Team für die Hyperliga in die Kommentare schreiben. Dragoran, okay. Der wird sehr wahrscheinlich Drachenklaue machen. Und das ist nicht sehr effektiv. Ich bin auch nicht sehr effektiv. Aber hey, der Vorteil ist, er wird sehr wahrscheinlich keine Drachenklaue machen. Das heißt, wir werden mal schilden, weil Wutanfall sehr wahrscheinlich kommt. Ja, es läuft auf jeden Fall. ja, man kann sie mal mitnehmen, benutzen. Sind mal, Genesect ist halt mal so ein Pokémon, was halt unerwartet kommt. Ich werde einmal den Technoblast einsetzen mit Blitzmodul. Er wird sehr wahrscheinlich schilden und dann auf Relaxo mit Schlecker gehen. Um Giratina zu nerven. Ich kann. Also er wird ja sehr wahrscheinlich einmal schilden. Ich werde nicht schilden. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Weil normalerweise müsste eine Drachenklaue kommen. Zweimal Body Slam machen. Antikraft kommt, okay. Das ist genauso schlecht. Okay, er wechselt raus auf X-Bad. Ich kann noch nicht wechseln. Aber normalerweise sollte ich doch eigentlich hoffentlich diesen Kampf gewinnen, damit ich wenigstens einen Sieg feiern kann. Er schildert nicht. Okay, ich werde auf jeden Fall gleich schilden müssen bei X-Bad. Aber ich will irgendwie Erdbeben für Giratina haben. Aber ich will sein Schild weg haben. Es ist doof. Okay, er schildert. So, jetzt muss ich schilden. Ich gehe aber jetzt auf Genesect, glaube ich, nach dem Schild, wenn ich die Zeit um habe, dass ich, aber ich kann auch nicht, ich muss noch ein bisschen durchhalten, jetzt. Da kann er von mir aus seine Giftattacke drauf machen, weil das juckt mich nicht, weil ich bin ein Stahl-Pokémon,
Er wird aber rauswechseln, oder? Wechselt er? Wechselt er? Ich will auf jeden Fall. Ich muss schilden. Dann ist das nämlich schon mal weg. Dann kann ich wieder ein bisschen Zeit rausholen. Ja, Hyperliga. Die Kämpfe dauern ein bisschen länger als die Superliga. Und so. Deswegen kann es sein, dass das Video ein bisschen länger geht als das Willreiser-Video. Wer es noch nicht gesehen hat, 5 zu 0. Endlich mal ein 5 zu 0 für mich mal wieder nach langer Zeit in dem Video. Hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, ich lasse dich jetzt einfach besiegen. Ich kann auf Erdbeben gehen, wenn das passt. Ich müsste ja eigentlich überleben. Ansonsten habe ich einen Fehler gemacht und halt voll verkackt. Naja, Antikraft, der kriegt hoffentlich nicht den Boost. Krieg ich es hin? Nein, da war ich zu gierig. Okay. Mein Fehler, schlecht gespielt. Da habe ich mich jetzt selbst verkauft. In dem Sinne. Hätte Body Slam machen sollen, passt schon. Ich wollte aber auf Erdbeben, da war ich wirklich zu gierig gerade. Aber kostet es mich den Sieg? Anscheinend nicht, okay. Weil er aufgegeben hat und Giratina nichts gegen mein Team ausrichten konnte. Okay, das war gut gespielt. Wenn ich 3 Siege hinkriege von 5, ist es für mich okay. Weil dann habe ich wenigstens hier eine Pokémon-Belohnung. Und dann auf in den nächsten Kampf. So, den dritten Gegner gefunden und sollte es eventuell im letzten Kampf um nichts mehr gehen. Und ich, okay, Blitzer, interessant. Und ich brauche keinen Sieg mehr. Könnte ich theoretisch auch mit 3 Mal Genesekt spielen mit allen verschiedenen Moves. Ich gebe da jetzt mittlerweile die, die ihr alle schon getestet habt, könnt ihr auch nochmal anschauen. Denn, ne, Aqua-Modul, Flammenmodul und jetzt Blitzmodul. Alle schon getestet, beziehungsweise jetzt teste ich aktuell das mit dem Blitzmodul. Perfekt. Ich schilde auch mal nicht, weil sonst habe ich vielleicht einen Nach- oder Vorteil. Ja, manchmal habe ich irgendwie Gegner, die komische. Oh. Teams spielen, okay. Blitzer ist irgendwie. War schon ein bisschen krass gerade drauf. So, er wird hoffentlich nicht schilden. Überlebst du einen Donnerblitz? Nicht, dass ich mich jetzt hier selbst hier ein Ei lege. Okay, Relaxo tankt wenigstens ein bisschen was. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Hätte jetzt gerne runtergefarmt. Okay, interessant. Also ja. Ich dachte eigentlich Wasserboden, oh Gott. Okay. Na, ich muss schilden. Das ist natürlich doof. Gegen Sumpex habe ich nämlich jetzt gar nichts. Deswegen, ne? Ja. Aber wie gesagt, es ist nur ein Test. Ich werde ja, wie gesagt, immer wieder auch zu C-Days die entsprechenden Pokémon vom C-Day immer wieder testen. Wie gesagt, Weil Reiser war gut. Habe ich mit dem eine 5-0 geschafft. Nice, ich werde nicht schilden. Ich hoffe nur, das ist kein Fehler, dass mein Metagross keine Schwäche hat, dass der jetzt eine Wasserattacke hat und keine Bodenattacke hat. Wir werden, okay, es ist sehr effektiv, ja. Dann hast du gewonnen. GG, weil du hast auch noch ein drittes Pokémon. Ich muss schilden. Er wird schilden. Ja, nur ein Sieg wär traurig. Ich glaube, ich habe da eben schon ein bisschen was falsch gespielt. Naja, passt schon. Kann ja nur in den nächsten beiden Kämpfen besser werden. Wie gesagt, Pokémon-Belohnung wäre halt cool, wenn ich die mitnehmen könnte. Ansonsten, wie gesagt, haben wir dann alle Genesects getestet. Und so in der Hyperliga. Es kommt noch irgendwann vielleicht eventuell das letzte. Das wird auf jeden Fall auch noch getestet. Aber man sieht es ja schon hier. Je nachdem, was man für ein Team trifft, ist das jetzt nicht so vom Vorteil, weil ja, ich krieg gar nicht mal hier meine. Ja, ich krieg zwar durch, sehr wahrscheinlich ist das Zumpix besiegt, aber das letzte Pokémon, weil ich so wenig Leben habe, oh, nicht mal besiegt, macht mich halt platt. Genau. Dann suchen wir den nächsten Gegner. Und dann ist das, glaube ich, schon Kampf Nummer 4. So, und dann ist der nächste Gegner auch gefunden. Und ja, das Problem, was ich eben gerade ansprechen wollte mit Genesect, ist halt, das Problem ist, es gibt nicht so viele Pokémon in der Hyperliga, die Elektroschwäche hätten. Also wir fallen jetzt spontan nicht so viele ein. Und ja, Zumpex hat ja keine Elektroschwäche und die meisten spielen halt als Wasser-Pokémon Zumpex. Deswegen. Aber naja, wie gesagt, fürs Testen, für einen Fun kann man das natürlich gerne machen. Ich werde mal nicht schilden. Gehe ich dann auf Relaxo? Ich weiß es nicht. Oder auf Metagross? Eher lieber auf Relaxo, um aufzuladen. Fliender. Nicht mal richtig, bitte richtig aussprechen. Fliender. Okay, er hat auf jeden Fall eine sehr effektive Attacke. Und denkt daran,
Am 26. Ich weiß aber nicht, ob das. Oh Gott. Ich müsste eigentlich theoretisch wechseln. Am 26.02. sind die. Ich weiß aber nicht, ob das nur für Ticketbesitzer gilt. Das muss ich nochmal nachlesen. Sind die regionalen Pokémon. Die werde ich auf jeden Fall auch alle mal machen, weil die ein Shiny sein können und die mir ein Shiny fehlen. Ich werde mal schilden. Zurück, also wie Scaraborn, Corazon und Co. sind in den Raids verfügbar. Und sehr wahrscheinlich muss ich die eh raiden, weil ich dann eine Quest haben werde fürs Ticket. Sammlerherausforderung, die regionalen Pokémon zu fangen. So wie damals. Da muss ich ja auch Kangama, Porenta und Co. fangen. Deswegen, okay. Ich weiß nicht, was der letzte Pokémon ist. Ich brauche den Sieg. Ich brauche den Sieg. Krieg, wow. Nicht mal das läuft hier. Wow, okay, ich muss schilden. Also, ja. Mit Genesect. Also, ja. Es ist halt, je nachdem, gegen manche Teams brauchbar, aber so. Ja, keine Chance. Naja. Ich habe ja gerade meine Meinung dazu gesagt, aber wie gesagt, wir wollen es ja trotzdem testen. So, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das unser letzter Gegner. Und dann haben wir leider nur ein aktuell. Okay. Dieser Flur. Aktuell nur ein 1 zu 3. Gibt es ein 1 zu 4 oder ein anderes? Okay. Dann gehe ich auf Stahl-Pokémon. Ich werde das immer machen. Der wird sehr wahrscheinlich nicht schilden. Dann kriegt er schon ein bisschen Schaden. Metagross rein. Stahl ist ja effektiv. Er schildet. Okay. Das war natürlich unerwartet von dir. Ich muss aber trotzdem, ihr seht wahrscheinlich jemanden, nee, dem was ist, schilden. Weil sehr wahrscheinlich eine Bodenattacke kommt. Surfer würde ich, glaube ich, resisten. Weil er kann ja auch Surfer. Kraftkoloss, okay. Passt. Den brauche ich ja gar nicht mal hier. Den kann ich ja so runterfarmen. Ja, perfekt. Ja, zwei Siege. Ist zwar nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Was ist das jetzt? Oh Gott, Gyarados, okay. Ich kann nur leider nicht zurück. Das ist natürlich doof. Aber ich glaube, der spielt, so wie ich aussieht, mit einer Wasserattacke. Ja. Macht Sinn, würde ich auch machen, Gyarados mit einer Wasserattacke zu spielen, statt mit einer Unlichtattacke, weil Kaskade halt schon ziemlich stark ist. Deswegen reicht das denn aus? Ich würde ja gerne. Na, kann ich nicht wechseln, schade. Okay, ich muss, glaube ich, meinen Metangross opfern. Krieg ich noch mal. Ja, nee, krieg ich nicht, schade. Ich werde dann mal einmal schilden, zur Sicherheit, weil Technoblast und dann. Ist das weg vom Fenster, das Gyarados? Und dann habe ich immer noch mein Relaxo. Okay, mit Knirscher macht das Sinn. Okay, spielt Bisaflor. Ich will. Wollte eigentlich wechseln. Ah, doof. Doof gelaufen. Da war der mir zuvor gekommen. Ich kam aber nicht auf den Wechsel. Ah, perfekt. Aber ich will gleich den Technoblast für Gyarados haben. Deswegen. Body Slam. Ich hoffe, der resistet einmal eine Pflanzenattacke. Sonst lost für mich. Ich will wenigstens zwei Siege haben. Weil dann kann ich ja wenigstens wieder. Ich habe nämlich ein paar TMs ausgegeben für meine ganzen Krypto-Pokémon, die noch keine normalen Attacke hatten, sondern Frustration. Da war übrigens auch ein 98-prozentiges Krypto-Dratini dabei, was ich deren Attacken beigebracht habe. Komme ich da? Ja, nicht dazu. Schade, ich wollte schon jubeln, aber nein. Nee, 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 das war nicht so gut. Blütenwirbel, okay. Ich kann. Ich muss, ich kann eh nicht aufladen, okay. Überlebt der, dann kann ich ihn runterfahren. Wenn er überlebt, und dann direkt bei Gyarados auf Technoblast gehen. Ja, perfekt. Okay, runterfahren, 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 runterfahren. Passt. Und jetzt direkt drücken. Und dann habe ich wenigstens zwei Siege. Wenigstens. Keine 3, schade, keine Pokémon und kein 15-0 wie beim letzten Mal. Wie gesagt, ich würde es euch empfehlen, guckt es euch an. Ja, ganz solide würde ich mal behaupten. Geht natürlich besser, aber hey, wenigstens kein 4 zu 1, sondern nur ein 2 zu 3. Und jetzt noch die Belohnung abholen, vielleicht sogar eventuell einen Rangaufstieg. Mal gucken. 600 Sternstaub und eine TM. Rangbelohnungen. Nicht aufgestiegen, schade. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und auch gerne wieder beim nächsten Mal einschalten und damit bye bye und bis zum nächsten Mal.